Ja, hallo, also wir sind jetzt hier. Hier haben wir jetzt geparkt. Das ist jetzt im Stadtzentrum von Rumburg. Fürs Parken habe ich jetzt hier bezahlt 5 Kronen für eine Stunde. Ich weiß jetzt nicht, was 5 Kronen ist in Teuro, aber boah, vielleicht 1 Euro oder so, keine Ahnung. Das muss ich erst später mal ausrechnen. Ja, es ist hier so ein Denkmal. Schauen wir mal. Ja, gut, das ist jetzt natürlich auf Tschechisch. Das verstehe ich jetzt nicht, was das heißt. So, und hier die schönen alten Häuser. Ah, und da gibt es noch Hotels, Wellnesszentrum. Ja, na, schauen wir mal, was es noch so alles gibt hier. Hier scheint es auch noch ins Zentrum zu gehen zum Einkaufen. Dann gehen wir mal die Richtung. Ja, da vorne haben wir einen Blick aufs Auto. Ja, die schön verzierten Häuser hier. Das ist hier noch wie zur Kaiserszeit. Bis auf die Autos. Zum Kaiser hat man damals Kutschen gehabt. Ja, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen rum. Ah, das ist alles schön instand gesetzt. Naja, so der zentrale Platz hier wahrscheinlich. Ja, machen wir mal kurze Pause. Kebab gibt es hier auch. Und da oben hat noch jemand Weihnachtsdeko. Ja, und hier ein kleines Klamottengeschäft. Uhren. Aber die Geschäfte hier haben schon zu, so wie es aussieht. Da vorne an der Ecke ist ein Lebensmittelgeschäft, das hat noch offen gehabt. Ja, jetzt. Also hier haben wir so eine Touristeninformation. Das ist jetzt hier die Tschechei und hier oben am Ecke ist Rumburg. Und hier eine kleine Umgebungskarte. Hier ist jetzt Rumburg. Wir fahren dann später hier weiter und dann darüber nach Polen. Und hier gibt es noch was, mal sehen, ob wir das finden. Tollstein hier. Da möchte ich dann hin, mal sehen, ob ich das finde. Tollstein. Hier gibt es auch eine Burg. Wo ist denn die Burg? Nummer 5. Ach, die Burg, das ist da oben. Wir sind jetzt hier. Das ist ein Ausflug für einen anderen Tag, weil das ist jetzt nicht die Richtung, wo ich hin will. Aber das merke ich mir mal, Zamek Sluknov. Ja.
Christe 2. Krizova, das ist auch noch was Interessantes. Ja, da kann man mit Sicherheit, wenn man hier auf Urlaub herkommt, gibt es hier viele Sachen, die man unternehmen kann, die dann wahrscheinlich auch mehr als einen Tag, weil so viel. Ja, hier haben wir jetzt ein Bild von dieser Säule, die wir da vorhin auf dem Platz gesehen hatten. Und das ist hier das hier, die Dreiersäule. Lausitzer Marktplatz wurde ein Jahr nach der großen Pestepidemie 1681 aufgerichtet. Aha, das ist also Statuen des heiligen Florian, Josef, Johann Nepomuk, Johannes der Täufer, heiligen Anton, Patrons der Stadt, Bartholomäus. Ja, also das ist also ein Gedenken an die Pest 1681. Ja, Autoreparatur auf der Straße. Das ist hier auch normal. Man stelle sich das in Deutschland vor, da würde es auf der Straße mitten in der Stadt am Auto rumklopfen und da wäre sofort, würde da jemand Anzeige machen. Ne? Na, hier ist mal ein Geschäft, es scheint noch offen zu sein, weil die Auslagen noch draußen sind. Heute sehe ich hier viele Geschäfte und Läden zu. Ich weiß nicht, ist das normal, dass die hier Samstagmittag zumachen oder ist heute hier in der Tschechei ein Feiertag? Keine Ahnung. Ich bin da jetzt nicht drauf vorbereitet. Fahre sonst immer nach Polen und ja. Der Tschechei war ich noch nicht viel, obwohl meine Mutter hierher kommt, aber aus Cheb. Das ist noch ein Stück weiter weg. Ah, hier ist ein Bäcker. Ah, der hat aber auch zu. Ja, heute ist alles zu. Ah, hier da vorne links sehen wir eine Kirche. Also rechts geht es jetzt hier nach Chirikow. Und das ist, da geht es dann auch gleich, das ist die Grenze zu Deutschland, da Chirikow 5 Kilometer, ja, Prag und so weiter. Der Fußgänger ist grün, dann gehen wir mal schnell rüber. Da wirklich alle Geschäfte zu. Aha, hier das Gebäude sieht nach dem Kindergarten aus mit den Fenstern, die bemalten und da vorne. Oh, keine Ahnung, was das ist oder mal war, das Gebäude. Ich sehe da ukrainische Fahnen in dem Gebäude. Ja, das scheint irgendwas ein offizielles Gebäude zu sein, irgendein Amt oder was, keine Ahnung. Aber okay, schauen wir mal, wo sind wir jetzt hier? Jetzt wieder ein kleiner Park.
da ist eine Bushaltestelle. Es ist kalt. Da habe schon die Hände im Ärmel vergraben, habe meine Handschuhe im Auto vergessen. Mann, Mann, Mann. Und ja, keine Ahnung wie kalt, aber gefühlt vielleicht knapp über 0 Grad. Das ist, fühlt sich wirklich kalt an, trotz der Sonne. Aha. Da oben die Raben. Jetzt gehen wir mal dahinter. Ach, dort ist die Post in dem Gebäude. Das sieht jetzt nach einer Feuerwache aus. Ja, mit den roten Toren. Das hat man meistens so bei Feuerwehr. Mal schauen. Und hier ist auch irgendein offizielles Gebäude von der Regierung. Irgendein Amt, keine Ahnung, ich konnte es jetzt nicht lesen. Ja, und das ist wieder eine Kirche oder was? Ja, eine Kirche und wieder eine kleine Grünanlage davor. Hier geht ein Wind. Jetzt sind wir hier wieder auf dem Platz, wo wir vorhin gestartet waren. Und dann beende ich jetzt hiermit das Video. Wünsche allen einen schönen Tag noch und tschüss.